So my very last question would be, what is your most favorite way to learn? My most favorite way to learn is by having discussions like this one with intelligent people who know things that I don't know and who may not know some of the things that I know. So I think it's definitely a sharing process. I read books, I watch videos, I attend courses, but the most interesting part is the community of discourse, whether that's sitting down around a cup of coffee face to face or whether you're doing it across the world via social media. Der Raum, den Sie hier sehen, ist ein bisschen ein Ausdruck davon. Wir haben damals gesagt, wir wollen eigentlich ein Büro haben, das keine dezidierten Wände hat oder keine abgeschotteten Bereiche, sondern wo die Leute sich sehr, sehr schnell zusammenfinden können. Wir haben hier eine Diversität an Leuten, die arbeiten. Das ist schon relativ beeindruckend. Das heißt, wir haben hier mehrere Formen der alltäglichen Begrüßung. Also wenn Sie hier reinkommen, dann haben Sie einen bestimmten Teil der Menschen, die müssen Sie so begrüßen. Das sind die absoluten Rapper-Fans hier. Oder Sie haben einen anderen Teil, den begrüßen Sie so und einen anderen begrüßen Sie so. Es gibt hier Leute, die tragen Schlips und Leute, die überhaupt nicht wissen, was das ist. Also es geht schon ziemlich über alle Muster hinweg. Und wenn man sich anschaut, was hier an Personen integriert ist, dann ist das schon eine sehr ungewöhnliche Zusammenballung. Viele Leute würden auch sagen, es sind sehr viele Spinner dabei, sehr viele gebrochene Karrieren. Leute, die zwischen ehemals Theaterschauspieler und jetzt plötzlich Berater oder sowas und Psychologe zwischendrin alles hinter sich gebracht haben. Ich glaube, wir lieben alle miteinander das Nicht-Normale in dem Sinne. Da, wo es geradlinig geht, sind wir nicht wirklich zu Hause. Da, wo die Dinge kalkulierbar werden, fühlen wir uns nicht wirklich wohl. Und da, wo die Dinge die Gefahr der Routine besitzen, nicht im Sinne der Qualität. Wir versuchen auch bei sehr viel wenig Routine noch hohe Qualität in den Prozessen zu gewährleisten. Aber wenn man merkt, man hört auf, wach zu sein, weil etwas immer gleich läuft, dann entsteht hier spontane Unzufriedenheit. Ja, ja, also ich habe so die ganzen Wehen und Bauchschmerzen mitbekommen, weil das, was natürlich in der Theorie an irgendeiner Stelle sich ausgedacht wird, also dass man halt jetzt zum Beispiel die Organisation in sogenannte Competence Center und Product Center aufstellt, ist natürlich in der Praxis noch ein weiter Weg, weil die Leute nach wie vor Orientierung an der Linienführungskraft suchen und die Frage ist ja auch, wie ist diese Rolle des Competence Center Leiters überhaupt mit Leben zu füllen. Und wie kann man das auch in der Wirklichkeit dann umsetzen? Wie sind auch die Mehrwerte dieser Rolle? Und das ist sicherlich schwierig, weil alle diese gewohnte Vorstellung haben. Ich habe jetzt nur einen Chef, der ist fachlich und disziplinarisch für mich verantwortlich. Und jetzt habe ich auf einmal zwei. Einer, der mich in den Projekten führt und einer, der mir auf meine Entwicklung guckt. Und wie spielt das zusammen? Und das war eben die Herausforderung. Oder ist immer noch die Herausforderung, das zusammenzuführen. What does Marcellus Wallace look like? What? What country you from? What? What ain't no country I ever heard of. They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him.
myself as Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. Jetzt lernen müssen, ist, kurz gesagt, einfach effizienter mit Informationen umzugehen. Und das hat so viele einzelne Facetten, das ist ein riesiges Gebiet, das ist einmal der Umgang mit Sprache. Also wir sind einfach gewohnt, eine sehr hauptwortgeladene Sprache zu haben, wo das Verb also am Ende des Satzes kommt. Aber man versteht dann jemanden am besten, wenn das Verb sehr weit vorne im Satz kommt. Dann weiß man gleich, was er sagt. Also es fängt an, eine lebendigere Sprache zu haben. Dann war es früher auch so, dass wir unseren Status ausgedrückt haben, den wir kompliziert sprechen und die anderen müssen sich anstrengen, einen zu verstehen. Nein, wir müssen lernen, so zu sprechen, dass wir dem anderen entgegenkommen und mit der Sprache abholen, damit der einen wirklich versteht. Also diese dienende Kultur, gegenseitig förderlich, das muss ich in der Sprache schon ausdrücken. Einer wird sich immer plagen, entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Ne? Einer muss sich immer plagen. Also wir müssen lernen, uns selber zu plagen, sodass der andere möglichst uns gut versteht und unprätentiös und ohne Status auszudrücken. Umgang mit Sprache. Dann ja, das ist ein spannendes Thema, das ist auch mein Lieblingsthema, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe nämlich heute gerade meinen Sohn in die 5. Klasse eingeschult und dann saß ich dann wieder in diesen Schulbänken und dachte so, mein Gott, das ist noch wie vor 20 Jahren, das hat sich eigentlich nicht viel getan, auch so vom ganzen Gefühl her. Also die Frage ist ja, wie könnte man es anders gestalten? Ich glaube, dass ähnlich wie Sören diese Rolle beschrieben hat des Coaches, für mich wäre der Lehrer der Coach, was das Thema Sozialkompetenz, Methodenkompetenz anbelangt. Und der Content, also die inhaltliche Seite, kommt komplett übers Netz. Warum in aller Welt muss ich mir schlechte Lehrer antun, die mir die Französische Revolution, Erdkunde oder Chemieunterricht mehr oder weniger erklären? Man könnte ja auch einen Wettbewerb machen zu ganz bestimmten Einheiten. Heute haben wir, keine Ahnung, Physik, ja, und wir unterhalten uns über bestimmte Experimente und es gibt halt Filmbeiträge von Lehrern, die das gut im Experiment dargestellt haben. Sehen über YouTube, man guckt sich das an, man ratet das Video, die besten Videos werden auch mehrfach gesehen. Man kann dann, wenn man dann diesen didaktischen Impuls von 5 oder 10 Minuten als Kurzvortrag bekommen hat, dann mit dem Lehrer vor Ort als Coach an dem Thema arbeiten. Aber die Erklärung von Inhalten soll ich doch bitte den Kollegen in Deutschland überlassen, die es auch besser können als die anderen. Und das könnte ich schön machen, indem ich einfach permanent online bin, integriert bin, jetzt nicht dauernd vom Rechner sitze, aber so bestimmte Inhalte bekomme. Würde auch gut sein, wenn der Unterricht ausfällt, weil dann könnte man eben parallel sich das auch selbst erarbeiten, passend natürlich zum Thema und zum Unterricht. Und ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch mal ausgeschöpft.